Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Betrachtet man derzeit die heimische Innenpolitik, so geht es derzeit nur mehr, wie mache ich den anderen schlechter. Ja, es ist ein Stechen, es ist ein Hauen, es ist ein Klagen. Jetzt klagt zum Beispiel die FPÖ, die ÖVP. Es geht um Dirty Campaigning. Was ist das eigentlich und wer tritt eigentlich wen und vor allem, was macht es für einen Sinn, wenn man nur negativ kampanisiert? Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das zweite eben die kommende EU-Wahl. Es sind noch knapp 5 Wochen und dann wird entschieden, was sich in Europa abspielen wird und vor allem, welchen Beitrag die österreichischen Kandidaten zu dieser EU-Wahl liefern. Und wir werden auch über die allgemeine Stimmung in Österreich sprechen, zum Beispiel darüber, warum geht eigentlich der Herbert Kickl, Chef der ÖVP, Chef der FPÖ, bergwandern, anstatt dass er vor dem U-Ausschuss aussagt. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße heute Robert Wissig, SPÖ-Insider und kritische Stimme in diesem Land und Heimo Leposchitz, keiner kennt die FPÖ besser als er. Hallo. Ja, dann gleich an Sie, Herr Leposchitz, Sie sind ja Politberater, Sie machen und kreieren eigene Kampagnen für Politiker. Und wenn man momentan so die Zeitungen, aber auch die Fernseher aufdreht, hat man den Eindruck, das ist nur ein Schlechtmachen. Wie kann ich tiefer gegen den Kandidaten der gegnerischen Partei treten? Was ist da los? Ich glaube, das ist ein Abdrehmoment für die Zuschauer und für die Wähler, dass die Wähler gutieren das nicht, die wollen das nicht. Und ich glaube, das ist geschuldet dem Panikmodus der ÖVP in ihren derzeitigen Umfragen. Das ist ja primär jetzt die ÖVP, die jeden Tag eine Hangar-Pressekonferenz macht mit immer den gleichen Beschuldigungen, Verdächtigungen, ohne Beweise zu haben. Also diese Hangar-Games haben keine Quoten und das ist... Es bringt ja der ÖVP nichts. Es ist die Kanzlerpartei. Die Kanzlerpartei muss eigentlich Vorschläge bringen, muss regieren, das Land führen. Aber dann härter zu sein wie jede Oppositionspartei, immer nur mit Schmutz zu werfen, das wollen die Leute nicht. Gerade die ÖVP-Wähler, gerade die bürgerlichen ÖVP-Wähler. Das ist eine Wählervertreibungsaktion vom Herrn Hanger. Ich glaube, jeder Auftritt vom Herrn Hanger oder vom Herrn Stocker im Fernsehen kostet der ÖVP mehrere hundert Wähler. Und man liefert ja keine Beweise auch am Tisch. Und ich finde, dass wir sollten wieder anfangen, miteinander zu reden. Man sollte wieder anfangen, auch miteinander zu arbeiten, weil es geht in dem Land auch nichts weiter. Diese Regierung bringt ja nichts zusammen. Diese Regierung hat in den letzten Wochen wieder mal nur gestritten, auch intern. Also das ist ein Dauerstreit, jeder gegen jeden. Und es stehen ja Wahlen vor der Tür und es ist ja nicht zu erwarten, dass das irgendwie besser wird. Also ich bin dafür, dass die... Es muss immer kantige Auseinandersetzungen geben. Also wenn ich als Freiheitlicher oder jemand, der FPÖ-Kampagnen oder Freiheitliche-Kampagnen auch entworfen habe, sage, also wir werfen jetzt nur mal mit Wattebällchen, ist das lächerlich. Das glaubt mir kein Mensch. Soll auch nicht sein, aber es gibt gewisse Grenzen, wenn der Herr Hanger halt sagt, der Volksverräter und immer nur irgendwelche Verdächtigungen in den Raum stellt, dann glaube ich, bringt das nichts, weil es einfach nicht passt. Und die ÖVP hat einen Urschuss gemacht, und macht jetzt Befragungen zum Urschuss, die mit dem Urschussthema nichts zu tun haben. Also wenn die ÖVP nicht fähig ist, ihren Urschuss so zu formulieren, dass sie die Themen betrifft, die drin sind, dann ist das der Fehler der ÖVP. Also, und man macht sich halt all lächerlich. Und das ist wirklich als Regierung, die ist ja nicht umsonst die unbeliebteste Regierung Europas, sie ist ja noch unbeliebter wie die deutsche Ampel. Und wenn man so Beispiele macht, wie gestern sich der Herr Nehammer rausschaltet und sagt, wir werden jetzt DNA-Tests beim Familiennachzug machen und jeder, der in der Politik ist, sagt, lieber Minister, lieber Herr Bundeskanzler, erstens stört sich den Innenminister, ihr habt 37%, ihr werdet nach der Wahl weniger haben, ihr werdet nach der Wahl viel weniger zu sagen zu haben und das geht jetzt schon. Warum macht sie es nicht? Warum kündigt sie an, wir werden das nach der Wahl machen, wenn ihr jetzt seid stark, jetzt könnt ihr es machen und es geht rechtlich schon, warum tut sie es einfach nicht? Und da macht man sich lächerlich und da, glaube ich, tut sich die Politik nichts Gutes.
Trotzdem, wenn man zum Beispiel die Reden von Herbert Kickl und das, was er so regelmäßig von der Bühne schleudert, ist ja auch nicht gerade das Feinste vom Feinen. Nein, oder? Das sagt er. Ja, natürlich. Das ist ja, insofern, der Heimo hat recht, aber es hat natürlich eine gewisse komische Note, wenn es gerade von der FPÖ kommt. Man braucht sich ja nur die Reden von Herrn Kickl anhören, von der Doppelwatschen, die jetzt kommen soll, Fahndungslisten und sowieso alles an immer kriminelle Lügner und sonstige Verbrecher. Also da wird ja eigentlich immer eine Sprache des Überziehens und bis hin zu einer Sprache der Gewalt gepflegt. Schön, dass es einem jetzt ärgert, wenn es quasi auch selber betrifft. Ich würde jetzt übrigens auch gar nicht sagen, dass es sich um Dirty Campaigning handelt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine sprachphilosophische Frage. Dirty Campaigning ist ja hinten herum irgendetwas behaupten, streuen, was überhaupt nicht stimmt. Also wenn keiner öffentlich sagt, aber hinten herum streut der Bundespräsident vor einer Wahl, er sei schon sich oder krank oder so. Das ist Dirty Campaigning. Sich konzentrieren auf das Kritikwürdige der anderen Seite ist Negative Campaigning. Ja? Auch das muss einem nicht gefallen, gefällt mir auch übrigens nicht. Sagt aber natürlich auch der, wie soll ich sagen, die Erfahrung eines langjährigen Beobachters, dass Wahlen natürlich gewonnen werden, nicht primär deswegen, weil man so toll ist, sondern weil die anderen schlecht dastehen. Und dann versucht man halt die anderen noch schlechter dastehen zu lassen, als sie schon dastehen. Also das ist das Argument für Negative Campaigning. Aber Sie haben vollständig recht. Ich würde sagen, wir bräuchten eine Politik, die sich auch um das Positive kümmert. Also jetzt nicht im Sinne, dass man jetzt irgendwelche die rosarote Brille aufsetzt, aber dass man sagt, okay, die hauen sich alle den Schädel rein, wir haben Konzepte für die Zukunft. Ja? Also ich stimme auch ihrer Analyse nicht ganz zu, weil manche bemühen sich ja, die SPÖ mit Andreas Babel hat sich ja jetzt bemüht in den letzten Wochen mit dem Parteirat, auch beim Wiener Parteitag mit 24 Vorschlägen für Konzepte, wie man das Land weiterbringt, von Pflege bis Gesundheitswesen und was auch immer. Wohnbau kann man ja dann diskutieren, ob man das gut findet, das wäre dafür, wenn wir jetzt nicht die Zeit haben, jedes einzelne Konzept, aber immerhin ist es ja der Versuch, in dieser Stimmung des Negativismus und des Gegeneinanders davon sich einfach nicht abziehen zu lassen, sondern eigene Akzente zu setzen. Und das ist mal richtig. Ich bin da ja gar nicht so weit weg. Also ich würde nicht sagen, das Negativ-Campaigning ist halt gar kein Campaigning. Ein Campaigning soll da ja was bringen und nicht das selber schalten. Oder es ist Knieschuss-Campaigning, was der Hanger macht. Das ist ja ein dauernder Knieschuss. Beispiel, wenn der heute bei seiner Pressekonferenz sagt, in den Chats ist der blaue Posten Schacher. Und in den Chat, den er meint, da beschwert sich der Strache drüber, dass die ÖVP alle Posten besetzt. So, das ist ein Knieschuss-Campaigning. Da locht ihn ja jeder aus. Das ist ja lächerlich. Oder Clown-Campaigning oder Homer-Simpson-Campaigning. Man kann das nennen, wie man will. Also, und die Leute haben wirklich andere Probleme. Und das ist die Teuerung, es sind die Mieten, es ist die Schulgeschichte, es ist die Gewalteskalation, es ist die Ausländerkriminalität, es ist die Massenmigration. Wir haben so viele echte Probleme und die Leute interessiert dieses Dauereinschlagen nicht, die wenden sich ja ab. Erinnern uns, der Faymann hat damals die Wahl gewonnen, mit genug gestritten, weil der Österreicher das nicht will. Die wollen sich, dass die Leute sich um sich kümmern, dass die Politik sich um sich kümmert und nicht um sich selber und sich die Schädel einschlagt. Erstens kommt keiner mehr mit, weil jeden Tag ein neuer Vorwurf kommt. Die Leute sehen nur mal, alle sind furchtbar und alle schrecklich. Das ist demokratiepolitischer Wahnsinn. Das bringt der ÖVP ja nichts. Ne? Wenn man sich anschaut, die stehen ja zum Beispiel Steiermark, die Zahlen, die jetzt von Hayek kommen sind am Wochenende in der kleinen Zeitung, wo die FPÖ auf 29% massiv raufgeht, die ÖVP von über, ich glaube 36 haben die gehabt, auf 22 gefällt. Und minus 14 ist. Und die SPÖ ungefähr, ein bisschen verliert, aber ungefähr gleich bleibt, dann sieht man, dass das ja nichts bringt. Na, man soll ja versuchen, seine Stärken zu machen. Wenn ich die Regierungspartei bin und als Wahlkampfberater würde ich sagen, Negative Campaigning ist okay, ein bisschen was, aber ich muss doch zeigen, dass ich es kann. Wer versteht die Strategie der ÖVP zu sagen, jetzt haben wir 37%, nachher haben wir, wenn es gut geht, 23%. Jetzt sind wir in einer Zweierkoalition mit einem klaren Partner. Nachher sind wir bestenfalls in einer Dreierkoalition oder Juniorpartner der FPÖ. Aber dann in der Dreierkoalition mit den Linken kriegen wir alle FPÖ-Punkte durch. So, das
glaubt ja niemand. Na, wer soll denn das glauben? Das ist ja einfach nur, wer sich diese Strategie ausgedacht hat, da kann man wirklich unterstellen, dass die irgendwann auf der Payroll der SPÖ ist, weil das macht die SPÖ relativ gescheit, sich da rauszuhalten. Aber die Leute haben wirklich andere Probleme. Aber wo die Grenze erreicht ist, ist so wie jetzt, weil heute der Vorwurf gekommen ist, da gibt es auch mehrere Anzeigen, dass die ÖVP bewusst Beweismittel gefälscht hat und Sachen behauptet hat, die einfach nicht stimmen, und da sogar Kinderpornografie-Vorwürfe gemacht haben, dass man auf kinderpornografischen Seiten als Innenministerium inseriert hätte. Keine Ahnung, wie dieses Google-Platzierung funktioniert, oder sie haben eine Ahnung davon, ja, und da haben sie es trotzdem manipuliert, und das muss auch geklärt, weil irgendwann ist dann Schluss, weil das ist absolut lächerlich. Selbst im Standard, der das damals geschrieben hat, der Standard hat geschrieben, natürlich kann da keiner was dafür, weil das ist die Google-Platzierung, das macht der Algorithmus, und da kann keiner, das buchst einfach im zweiten Google-Netz, das weiß auch jeder, das war's. Okay, beim Herrn Hanger bin ich mir nicht sicher, ob er das weiß, aber seine Mitarbeiter, die ihm seine Sachen aufschreiben, haben das natürlich gewusst, ne? Die wissen das ja. Und das ist so absurd, das ist so lächerlich. Die sollen was arbeiten, die sollen für die Leute was weiterbringen, sonst werden die wirklich diese Doppelwatschen kriegen, nämlich Watsche 1 bei der EU-Wahl und Watsche 2 bei der Nationalratswahl, und womit? Mit Recht. Trotzdem muss natürlich schon erinnert werden, dass es schon Herbert Kickl ist, der immer wieder mit sehr scharfen Tönen anstößt. Das ist ja kein Mädchenpensionat. Günstlingswirtschaft und Herr Hanger, zumindest hat er das im Interview mit uns jetzt vorgerechnet, sagt eben, dass der absolute Abkassierer in Österreich der Herbert Kickl ist. Ja. Also das sagt, entschuldige Robert, dass ich noch eins sage, dann bist du dran, pardon, der Herr Hanger, der neben seinem Abgeordnetenjob, ne, 6 Geschäftsführerposten hat und eine Gesellschafterbeteiligung, redet über das Gehalt von Kickl und sagt, der hat einmal früher einen Nebenverdienst gehabt. Der Hanger hat jetzt 6 gemeldete Geschäftsführerposten, die übrigens erst gemeldet worden sind, nachdem ich das getwittert habe. Wie viel hat denn das, den Firmenbuchauszug von Herrn Hanger? 2 Tage später ist das aktualisiert worden auf der Seite vom Parlament. So, also scheint er uns zuzusehen. Also das, grüß Gott nochmal. Und das ist doch lächerlich. Entschuldige, bei der ÖVP ist es ja nichts Negatives, irgendwas neben zu verdienen. Die ÖVP hat nur Nebenverdienstkaiser auf ihrer Liste, wie andere Parteien. Nein, das ist ja alles, das ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Politik macht sich selber hin. Und natürlich sind auch die Blauen kein Mädchenpensionat, aber irgendwann so mit Beweismittelfälschung, da hört sich die Geschichte dann schon auf. Ja, du hast ja natürlich einerseits recht, andererseits dann soll man sich halt auch nicht als Saubermann hinstellen, wenn man ein Gagenkaiser wie Herbert Kickl ist. Und dann ist es Gleifel wieder SPÖ-Klubermann. Naja, dann ist es, naja, SPÖ-Klubermann auch Gagenkaiser. Nein, das ist er nicht, weil es geht. Verdienen Gleifel, Klubermann hat Nebenverdienstverbot. Es geht ja um frühere Generalsekretärsgehälter und sich dann gleichzeitig auch nochmal von der Wiener Partei bezahlen lassen. Nein, der Bammler hat 3 Gehälter. Aber sozusagen, da reden wir von ganz kleineren Beträgen, die es ein paar Monate gegeben hat, und nicht, dass jemand über viele Jahre mindestens 20, wenn nicht 30.000 Euro im Monat verdient. Entschuldigung, der Babler hat vergessen, dass er bei sich selber angestellt war. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Nein, ganz was anderes. Der Punkt ist das, sozusagen, das ist ja auch das Entscheidende. Die FPÖ ist dann sehr schnell weinerlich, wenn es sich selber betrifft. Aber sie ist natürlich generell die negativistische Partei im Land. Ja, immer sind die anderen die Verbrecher und die Lügner und die Kriminellen, aber auch immer geht es mit dem Land furchtbar bergab, und wir sind die Schlimmste, wir sind die Schlimmste aller Welten, und es droht uns der Untergang und die Apokalypse und die Europäische Union, das ist ein Wahnsinn, und dann wir wollen einen Exit, und dann wollen wir auch wieder nicht. Es ist permanent eine Sprache des Negativismus, also man kann nicht hergehen, also gerade als FPÖ, und dann beklagen, dass das Land in einer Stimmung von negativen Botschaften, sei es über die eigenen Leid, aber oder sei es über die allgemeine Stimmung, untergeht. Und das ist ja natürlich auch ein bisschen eine entscheidende Frage, weil sie auch die Stimmung im Land berührt, über das Politgeplänkel hinaus. Ja? Ob sie da Herr Hanger und der Herr Kickl mögen, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ich unterstelle auch den meisten Österreicherinnen und Österreichern. Da kannst du dich drauf kapizieren. Das ist ja wichtig, aber mir ist es nicht wichtig. Mir ist ja eher wichtig, was ist die Stimmung im Land? Und kommen wir auch
aus einer depressiven Stockung heraus. Weil es heißt ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir in einer Situation sind, die wunderbar ist. Darum geht es ja nicht. Ja? Also wir sind in einer Situation, die an vielen Ecken bedrohlich ist und die Leute haben viele Ängste zu einem erheblichen Teil berechtigt. Ja? Ich brauche mir nur von Krieg reden, nachdenken und Inflation und das ist ökonomisch, dass man das Gefühl hat, es geht eher nur bergab oder es sind für jeden Einzelnen und jede Einzelne extreme Risiken da, dass da sozusagen die Menschen mit einem sorgenvolleren Gemüt durch die Welt gehen, als in besseren Zeiten, ist ja selbstverständlich. Der Punkt ist nur, mit diesem dauernden Pessimismus werden wir eine heikle und gefährliche oder bedrohliche Situation nicht verbessern. Wir werden sie dann verbessern, wenn man sie anschaut, was sind die Herausforderungen, hat irgendwer Konzepte, haben wir Pläne, legen wir Pläne vor und geben wir den Menschen auch das Gefühl, ja, wenn wir diese Konzepte verwirklichen, dann wird nicht alles wunderbar sein von heute auf morgen und von heute auf morgen schon gar nichts, weil es geht in der realen Welt nichts von heute auf morgen, aber man kann sich zumindest Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft bewegen. Und das ist ja sozusagen auch als Motivation, sich für irgendetwas zu engagieren und sich anzustrengen, eine nicht ganz unwesentliche sozusagen Emotion. Ja? Also der Pessimismus hat noch nie was weitergebracht, das soll man auch nicht ganz vergessen. Obwohl es die Aufgabe halt einer Opposition ist, zu kritisieren. Und man sagt, man kritisiert ja nicht, dass der Kritikweg will. Wenn wir es uns anschauen, ich will es kurz aufschauen, bitte. Wir haben eine Rezession, viel schlechter, also immer verglichen mit dem Euroraum, mit dem soll man uns vergleichen, mit dem Westen. Wir haben eine Rezession. Wir haben die doppelt so hohe Inflation wie der Euroraum. Wir halten das Defizit nicht ein, das entgleitet. Wir haben, und das Ganze trotz Rekordsteuern, die noch einmal erhöht worden sind, wir haben über 42 auf über 43 in dem Jahr. Wir 4 von 10 Industriebetrieben sind die letzten 2 Jahre haben abgewandert, haben Produktion und Arbeitsplätze verlegt. Wir haben die höchsten Energiepreise in ganz Europa. Wir haben ein Riesenproblem im Bildungssystem, auch durch den Familiennachzug, wo wir es nicht hinkriegen. Im Gesundheitssystem wartest du auf einen Facharzttermin, Monat auf OP-Termin, fast ein Jahr mittlerweile. So, Riesenproblem. Wir haben eine Kriminalitätswelle, wo allein in Wien eine versuchte Vergewaltigung mitten an der Bushaltestelle, ein Schusswechsel mitten unter Tags in Wien und eine Massenklanschlägerei am Praterstern mit Waffen mitten unter Tags. Und das sind echte Probleme. Das muss man natürlich aufzeigen, da kann man nicht sagen, wir müssen. Aber natürlich muss es Lösungen geben. Mir fehlt ja diese Diskussion über die Lösung. Die Parteien sollen sagen, was ihre Vorschläge sind und mit wem sie das umsetzen wollen. Das ist doch lächerlich, wenn zum Beispiel ÖVP sagt, wir machen ein FPÖ-Programm, wir arbeiten aber nicht mit der FPÖ zusammen, sondern mit dem Herrn Babler, den Grünen und den NEOS. So, mit dem werden sie das nicht umsetzen. So, das ist einfach klar. Na, so wie die SPÖ mit der ÖVP keine Erbschaftssteuer durchsetzen wird. Also das ist ja alles absurd. Die Parteien sind so apodiktisch, also die sagen einfach so, nur das wird sein, nur das geht, aber eine Regierung wird auch sein, einen Kompromiss zu sagen, wir werden alles immer durchsetzen und das sind, ich höre nur mal rote Linien und ich höre immer nur mal Koalitionsbestimmungen, aber so wird man nachher nicht mehr zusammenarbeiten können und man wird zusammenarbeiten können und je mehr man rote Linien setzt und je mehr man sagt, das muss so sein und ohne das geht es nicht, desto mehr muss man nachher die Wähler enttäuschen und lügen und dann hast du noch einmal wieder die neue Geschichte. Und ja, das ist nur ein Satz noch, ja, und man sieht ja bei der Bierpartei, was es für Riesen Potenzial gibt für neue Parteien und es ist allen etablierten Parteien zu raten. Kinder, denkt einmal kurz nach, weil irgendwann werden die Leute sagen, ihr seid alle Idioten und der eine ist wenigstens nein und ich zeige es euch mit dem Nein. Ich halte das für keine gescheite Theorie. Ohne Zweifel, ja, ohne Zweifel. Der Punkt ist halt auch ein bisschen, ich glaube, nicht ganz. Ich bin mit einem nicht ganz bei dir, dass man sofort in der Kommunikation schon mit und in den Konzeptionen schon mitdenken muss, dass am Ende ein Kompromiss rauskommt und dass man drei andere braucht. Sozusagen. Ja. Dann, wenn aber ich sage mal, was die rote Linie in Koalitionsbedingungen. Wenn du mit den potenziellen Kompromissen, die am Ende einer Regierungsverhandlung rauskommen, in die Wahlen gehst, dann werden relativ viele Parteien mit dem gleichen Programm in die Wahl gehen. Also es hat schon einen Sinn, mit einem konturierten Programm in die Wahl zu gehen, mit Vorschlägen, die auch die eigenen Ziele abbilden. Ja? Und dann, das weiß man ja sowieso,
wird es Kompromisse brauchen. Wie groß diese Kompromisse sind oder die Einschränkung gewissermaßen des eigenen Ziels, hängt dann natürlich schon vom Wahlergebnis ab. Und deswegen braucht sie auch das konkurrierte Ziel, weil da soll man auch kommunizieren, ja, wir werden nur 50% von unseren Vorstellungen durchbringen, wenn ihr uns 45% gibt. Ja? Von 100% Vorstellungen wollen wir gar nicht reden, weil sozusagen selbst wenn du eine absolute Mehrheit hast, wirst du gut daran tun, nicht quasi zu diktieren, sondern auch andere Player also sozusagen hier Verhandlungen und auch andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wir sollen ja auch ein Land des Konsenses bleiben, wenn eine Partei 50% hätte. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht philosophieren, weil das wird keine haben. Ja? Das wird keine haben. Aber es ist schon sinnvoll, mit konturierten Programmen in eine Wahl zu gehen, um auch klarzumachen, wofür man zum Beispiel als Sozialdemokratie steht. Ja? Man steht dafür, dass sozusagen es einen fairen Anteil bei den Löhnen gibt, dass die Löhne steigen. Man steht dafür, dass nicht sozusagen das Steuersystem nur von den Abgaben und Steuern der abhängig Beschäftigten und der sozusagen kleinen Selbstständigen bezahlt werden und auf der anderen Seite die großkopferten Konzerne oder die Superreichen einen viel niedrigeren effektiven Steuersatz haben als der Durchschnittsverdiener wie du und ich. Ja? Also das sind ja Ungerechtigkeiten, das gehört verändert, aber auf vernünftige Art und Weise verändert, weil wir natürlich auch wissen, wenn wir ein gerechteres Steuersystem einführen, hat man nicht sofort jetzt Riesenbeträge, es wird dann nicht das Geld vom Himmel fallen. Also all diese klaren Positionen muss man haben, dann wird man dafür gewählt oder nicht und dann muss man aber natürlich auch den Menschen und den Wählerinnen und Wählern sagen, wenn ihr uns nur 20% gibt oder nur 30%, braucht sich hinterher nicht aufregen, dass wir sozusagen nur einen kleinen Teil unserer Forderungen durchsetzen, weil das wird dann eine Frage sein, wer in einem Kompromiss einen Großteil von seinen Ideen durchsetzen kann. Ich bin ja mittlerweile auch, ich war das nie, bitte, aber mittlerweile auch ein Anhänger der Zusammenarbeit von Blau und Rot, weil man sich, erstens, weil ich der Meinung bin, die ÖVP gehört einmal in Opposition, die sind einfach mittlerweile jenseits von Gut und Böse, die halten sich für den Staat l'Etat, also das Ludwig der Sonnenkönig, aber der war halt absolutistisch und der Herr Nehammer muss sich Wahlen stellen und das wird sehr, sehr tragisch für ihn werden und das wird mit Sicherheit einen neuen ÖVP-König nach der Wahl geben, wer weiß, ob nach der EU-Wahl, aber mindestens nach der Nationalratswahl, wenn das nur halbwegs so ausgeht, wie es jetzt ausschaut, weil wir brauchen Mindestlöhne, Arbeit muss sich lohnen, das ist so ein Schlagwort, aber wir brauchen das, wer arbeitet, soll verdienen. Ob man das mit Steuererhöhungen löst, die Gerechtigkeit wage ich zu bezweifeln. Wir haben höchste Steuern in Österreich und die Reichen zahlen auch. Ja, ich weiß das, aber da ist ein Unterschied. Also die zahlen alle auch. Und ob es sehr gescheit ist, die Familie Mateschitz als SPÖ dann nach Österreich zu vertreiben, die tausende Arbeitsplätze geschaffen hat und wo die gerade darum kämpfen, das in Österreich zu bewahren, wo die thailändischen Mehrheitseigentümer es abgesetzt sind, weiß ich nicht. Und wir haben eigentlich keine Ausgabe. Wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Es gehört einmal weniger ausgegeben, es gehört durchforstet, diese ganzen Milliardenförderungen gehören einmal durchforstet, sagt auch die SPÖ zum Beispiel, sagen die Blauen genauso. Und man soll einmal über den Schatten springen und versuchen, einmal was Neues zu probieren, weil einfach 30er ÖVP reicht. Und wenn sich die Roten weiterhin den Blauen verweigern, na, dann wird die ÖVP wieder gesetzt in einer Regierung sein, weil sie wahrscheinlich kein Ampel oder sonst was ausgeht. Und dann haben wir wieder die drinnen und wieder haben wir diese falsche Partie drinnen, die nichts mehr weiterkriegt, die ausgebrannt ist, der es nur mehr um Machterhalt geht und die nur mehr schon macht. Also wenn man sich anschaut, jetzt wenn wir gerade vorher über Tirol einmal in der Pause geredet haben, da hat es wirklich, wie die ÖVP tickt, da hat es am Gauderfest, das ist im Zillertal, so ein volkstümliches Brauchtumsfest, ein riesiges Fest gegeben. Und da hat der Herr Landeshauptmann mit der Frau Ministerin Edstadler einen Bierenstich gemacht und in dem Fassel war kein Bier drin. Und die haben dem Fake angeschlagen und dann Fake-Bier ausgeschenkt und haben angeprostet mit leeren Krügen. Also das ist alles nur Fake, vom Wasserbier zum Fake-Bier. Da gibt es ein wunderschönes Video dazu. Das ist doch alles nur mal, wir sollen das ernst nehmen. Das ist ja nur mal Fake, Potemkinsche Regierung. Trotzdem muss dazu gesagt werden, das Hauptproblem der Welt. Seltsame Prioritäten bei der Kritik. Es zeigt einfach, wie man tickt. Aber trotzdem muss dazu gesagt werden, weil die wenigsten Zuseher wissen, was das Gauderfest jetzt tatsächlich ist. Muss man auch nicht wissen, glaube ich. In Zell am Ziller, das ist ein Brauchtumsfest, da sind 6.000, 7.000, 8.000 Menschen. Zeit. Bei einer großen Festivität im Zillertal auffallend ist natürlich nicht nur im Fass war kein Bier drinnen.
ein Mann saß auch im Publikum, der eigentlich beim Untersuchungsausschuss demnächst erscheinen hätte sollen, nämlich Herbert Kickl im Zillertal. Ist er dort wandern, wissen Sie das? Also wenn Zillertal war, er war jetzt am Wochenende, war er beim Gauderfest, ist er ständig unterwegs. Ja, also ich sage einmal, ja. Wenn die ÖVP, also ich hätte dann, also der Herbert Kickl wird es nicht so sagen, würde so sagen, wie ich Herbert Kickl wäre, ich hätte da drauf gepfiffen, ehrlich gesagt, weil wenn die ÖVP das zu einem Show macht und nur zu Themen, die nicht zum Urschuss ist, fragen will und Leute nur zu Themen einlädt, die nicht im Urschuss sind, wo der Verfassungsrichter ihnen eine Abfuhr nach der anderen gibt, wo sogar das grüne Justizministerium sagt, das ist alles ein Thema vom Urschuss, deswegen kriegen sie die Akten nicht. Und dann muss halt die ÖVP, sieht wieder, was das für Dilettanten sind, die ÖVP hat die Ladungen letzten Donnerstag am Nachmittag ausgeschickt. Ne? Die Frist per RSA-Brief, die Frist für die Abholung vom RSA-Brief ist 10 Tage am Donnerstag, aber den Donnerstag ist schon die Sitzung, wenn ich es richtig kapiert habe. So, die Leute müssen nicht einmal fristgerecht bis zum Sitzungsbeginn den RSA-Brief abholen, weil die steppert sind, das rechtzeitig auszuschicken. Na, das ist, und wenn der Kickl davor eine Reise gebucht hat oder was, dann ist das eine völlig gültige Ausnahme. Und wenn der Hanger, entschuldige, wieder, aber der Herr Hanger ist wirklich, wenn er sich hinstellt. Ist euer Lieblingsfreund. Nein, ist mein wirklich ein Lieblingsfreund, weil wie kann man einfach so handwerklich daneben sein, nicht einmal Ladungen rechtzeitig auszustellen. Wir erinnern uns beim Herrn, oder zu machen wie beim ehemaligen Kabinettschef vom Kickl, da haben sie ihn geladen, dann haben sie ihn wieder ausgeladen, dann haben sie ihn einen Tag oder zwei Tage vor der Sitzung wieder geladen und dann haben sie sich aufgeregt, dass er nicht kommt. Das ist ja Kasperltheater, aber die sind ja so unprofessionell, wenn die Installateur werden, wird der Keller schon 3 Meter unter Wasser. Ich glaube nur dennoch, dass und deswegen immer die Frage, ob da in dem Bierfass 4 drin war, halte ich für eine Nebensache. Genauso wie die Frage, ob jetzt der Herr Kickl... Das sagt auch, dass du dich hier mal auf irgendwelche Nebengleise begibst. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass Herbert Kickl erfahren hat, ja, dass er in dem Urschuss geladen ist und nicht, dass zufälligerweise er einen gelben Zettel jetzt bei sich daheim im Briefkasten hat, wo er sich denkt, den hole ich am Donnerstag in einer Woche ich ab. Ich sage auch, sie sind ab und dann sich der, um Gottes Willen, ich hätte doch in einen Urschuss gehen müssen und das jetzt kriege ich es erst. Aber jeder Zeuge also kann sich ausreden auf das. Naja, jeder Zeuge, aber der Herbert Kickl, die Frage ist halt, ob sich jemand, der Klubobmann einer großen Parlamentspartei ist und gerne stärkste Partei werden will und Verantwortung auch im Land übernehmen will, ob sie jemand mit dem Schmäh, ich hab's nicht gekriegt, drücken soll oder ob er nicht einfach in... auch eine Frage der Höflichkeit, des Anstands und auch der Gepflogenheiten in unserem Land folgen sollte und in diesen Urschuss gehen hätte sollen. Weil zum Aufklären und zu Fragestellen gibt es ja genug. Du hast durchaus recht, dass man vielleicht die eine oder Frage würde abgelehnt, aber man könnte ja auch auf Fragen antworten, die abgelehnt werden. Nämlich, wenn es sich um Fragen handelt, die zentrale heikle Themen berühren. Ja? Und die Frage der Russlandnähe der FPÖ, mehr ist aber Themen im Urschuss. Wenn er eine Frage ein dazu bekommt, zu dem FPÖ-Spionageskandal, da jetzt auch um diese Bubble, um den Herrn Ott und so weiter herum. Der Gynäkologe schaut sich auch keine Ohren an. Fragen um diesen Überfall aufs BVD, ja. Das kann er genauso beantworten, wie er auch Fragen beantworten könnte oder auch könnt ihr darlegen, auch wie das genau gelaufen ist mit der Ideenschmiede? Jeder Mensch weiß. Auch nicht Thema. Jeder Mensch, der. Ja, natürlich ist es nicht Thema. Ja, aber dann hätten sie den Urschuss so formulieren müssen. Ich sage, es ist am Fuscher. Und antworten kann. Man könnte es tun, kein Mensch hindert ihn. Man könnte es sogar ohne Urschuss tun. Herbert Kückl könnte ja alle Dokumente vorlegen. Bob der Baumeister hätte den Urschussantwort besser geschrieben. Ist, ja. Mensch kann heute sowieso behaupten, dass. Es um kriminelle Aktivitäten geht, weil selbst wenn es kriminelle Aktivitäten, in die Herbert Kickl involviert gewesen wäre, gegeben hätte, dann wären sie heute verjährt. Das wissen wir alles, aber es ist trotzdem eine höchst aufklärungswürdige Vorgangsweise, diese Kickback-Zahlungen an die FPÖ und an FPÖ-Funktionäre über die Ideenschmiede. Und alle wurden verurteilt, die daran beteiligt waren. Nur der Herr Kickl, der hat sich ja, obwohl er genauso beteiligt war, zumindest in dem Sinne, dass es aufklärungsbedürftig war, hat sie ein Ermittlungsverfahren erspart, weil der Herr Pilnacek niedergeschlagen hat. Ganz kurz jetzt noch die Kickback-Zahlungen an die FPÖ. Da muss ich dich leider korrigieren. Das war damals als Kärntner BZÖ und der Herbert Kickl war bei welcher Partei? Bei der
FPÖ. So, also ich glaube nicht, dass der Herbert Kickl Kickback-Zahlungen ans BZÖ gemacht hat. So, allein auf den Gedanken zu kommen, zeigt den Sherlock Hanger, was das für ein großer Denker der ÖVP ist, also ein echter Sherlock, also Kickback-Zahlung von einem FPÖler an einen schwierigsten, den größten Konkurrenten. Ich wage das zu bezweifeln, aber Sherlock Hanger wird das wahrscheinlich wissen. Und noch dazu, wenn ihm gestern... Das gegründet ganz kurz, stimmt halt noch nicht, was du behauptest. Entschuldige, das später, später gab es die Spaltung. Ja, aber die Geschichte geht um Zeiten, wo es ums BZÖ gegangen ist. Und noch eine Geschichte, und wenn dem Herrn Hanger die Leute ausgehen. Er hat das ja einberufen als blau-rote Misswirtschaft. Er hat leider keinen einzigen SPÖ-Zeugen geladen dazu. Bei der roten Misswirtschaft, so soll er dann roten raten. Wenn du sagst, die kommen gern, dann soll er halt ein paar rote laden. Die kommen ja deiner Meinung nach gern. Es steht ihm offen. So lädt er halt nur blaue, aber er hat ja auch seinen Urschussantrag geschrieben auf blau. Könnte er ja machen. Ich glaube nicht, dass es einen roten Club interessiert ihn heute halt nicht, weil sie mit dem roten schon am Backel sind. In die Ziehung kommt. Ja, es handelt sich halt nur um einen blauen Klubobmann, vielleicht auch durch das Pech, wenn man so will, dass der Herbert Kickl dass Herbert Kickl halt im Unterschied zu den meisten anderen Politikern heutzutage seit 25 Jahren oder fast 30 Jahren in der Politik ist und halt der einzig Aktive ist, der fragwürdige Dinge in den letzten Jahrzehnten gemacht hat oder dabei war oder eben nicht dabei war, weil er sozusagen nur beteiligt an einer Firma war, aber nicht gewusst hat, was die tut. Das kann er ja sagen, wahnsinnig glaubwürdig ist halt nicht. Ja, du, schau, es ist alles eingestellt, es wird halt nichts. Und dieses Schmutzkübel wirft halt nichts. Und wir reden wieder an den wahren Problemen vorbei. Ist ja okay, nee. Nur es gewinnt halt keiner. Aber die FPÖ, da holt es ist jedenfalls ein größeres es ist natürlich ein größeres Problem und eine aufklärungswürdigere Frage, ob der Clubobmann einer großen Partei an solchen Sachen beteiligt war, ist sicherlich bedeutender als die Frage, ob in einem Fasel Bier drin ist oder nicht. Ja. Absolut, und das kann man ja mit Nein sagen. Zweimal Nein. Ne? Ja. Trotzdem, trotzdem muss man jetzt für diejenigen, die nicht so informiert sind in Sachen Untersuchungsausschuss und Ideenschmiede, noch einmal aufklären. Der Herr Hanger wirft den Herrn Kickl vor, dass er der Feigling der Nation sei. Ja? Und zwar deshalb, weil er eine Bergtour macht und nicht im U-Ausschuss aussagen wird. Im U-Ausschuss wollten Hanger und Co. von ihm wissen, was er zur Firma Ideenschmiede zu sagen hat, denn schließlich hat Herbert Kickl mit der Ideenschmiede einen sogenannten Treuhandvertrag gehabt, und zwar über viele Jahre. Und im Übrigen, Robert Misik hat es ja gesagt, man kann das relativ schnell aufklären. Ja? Aber auch der zweite innerhalb dieser Ideenschmiede hat es vorgezogen. Entschuldige, nur ganz kurz, ja. Lieber Karl, das ist aber schon bei der letzten Aussage von Kickl im U-Ausschuss Thema gewesen. Also die Ideenschmiede war ja schon mal Thema und hat zur Ideenschmiede hat er halt gesagt, das ist nicht Untersuchungsgegenstand, was ein recht, gutes Recht ist. So, warum soll man jetzt zu dem Thema noch einmal? Genau. Und so. Auch der zweite, und zwar der damalige Geschäftsführer von der Ideenschmiede, hat abgesagt, der allerdings ist erkrankt. So ist ja. Das soll es ja auch geben und außerdem ist er halt kein Politiker. Das ist ja natürlich, macht es das noch mal heikler, wenn ein Politiker sich drückt, als wenn irgendein Bürger, der sagt, okay, ich will da nicht vorkommen, sich drückt. Der ja, wenn du es, der ist von dem, ich kenne jetzt nicht alle Namen, aber es gibt ja den Geschäftsführer, der die Hälfte Beteiligung hatte und die Hälfte Beteiligung von Kickl als Treuhänder übernommen hatte, der wurde ja schon verurteilt. Wegen diesen Machenschaften. Ja, aber wir sollen nicht ganz vergessen, warum es eingestellt worden ist. Ja, weil der Herr Bilnacek heute gesagt hat, es wurde der Antrag gestellt, dass man auch gegen Kickl Vorerhebungen macht. Und der Herr Bilnacek hat es halt wie so viele dieser Prozesse oder Ermittlungen niedergeschlagen. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, ja, es kann dem Herrn Bilnacek vielleicht auch ganz gelegen gekommen sein, dass ihm der Herr Kickl dankbar sein muss. So, im ersten Teil der Sendung haben wir eben darüber gesprochen, dass der Ton in der österreichischen Politik deutlich rauer geworden ist. Es ist ein gegenseitiges Bewerfen mit Schmutz, sagen die einen. Die anderen sagen wieder, es geht darum, aufzuklären, was passiert bei Postenschacher, Günstlingswirtschaft
und so weiter und so fort. Einer übrigens hat sich zu Wort gemeldet, das ist der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der hat gestern in einem Interview gemeint, man kann auch ohne über den politischen Gegner herziehen, eine Wahl gewinnen. Ob stimmt, wir werden sehen. Und der Herr Kurz weiß, wie gefährlich ein Urschuss ist. Ne? Genau, ja, das weiß er auch. Vielleicht ist das der Grund, warum der Herbert Kickl auf den 3000er steigt. Jetzt gebe ich ab in die Werbung. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass der Ton in der heimischen Innenpolitik wirklich hart und schärfer wird. Der eine klagt den anderen, der andere wirft den Dritten wieder vor, er sei eigentlich ein Volksverräter. Ja, das ist das eine. Das andere ist, in fast 5 Wochen wählt Europa. Wir werden abstimmen darüber, welche Personen das Schicksal dieses wunderbaren Kontinenten in Zukunft zu bestimmen haben. Vor genau 30 Jahren gab es eine Market-Umfrage zu Europa und da war das Erste, was die Mehrheit eben gesagt hat, ja, wir sind vereint, wir haben ein gemeinsames kulturelles Zentrum, wir haben keine Grenzen mehr, wir haben eine gemeinsame Währung, das ist eben der Euro. Also man war positiv gestimmt. Fragt man heute konkreter nach Europa und EU, so schaut die Welt schon ein wenig anders aus. 20% sagen, dass sich die EU in die richtige Richtung entwickelt hat. 63% sehen eine falsche Entwicklung. Und das ist ein extremer Wert, ein Wert, auf den sich zum Beispiel Parteien wie die FPÖ und Harald Wilimski, der ja mehrmals schon gesagt hat, dass er vielleicht sogar den roten Knopf zum Austritt drücken würde, wenn, also eine Drohung. Was ist in Brüssel los und warum ist das so dramatisch nach unten gegangen? Und vor allem, in dieser Umfrage wurde auch der Begriff christliches Abendland abgefragt. Damals, vor 30 Jahren, genau dieser Begriff eine enorme Bedeutung gehabt, heute überhaupt keine mehr. Herr Missig, sehen Sie diese negative Europastimmung genauso oder bräuchte man da nur jemanden, der den neuen Aufbruch signalisiert? Naja, erstens mal würde ich mal sagen, man muss solche Umfragen immer genauer lesen und auch ein bisschen versuchen zu interpretieren. Ich will nicht sagen, dass Sie es ungenau gelesen haben. Wenn man sich anschaut, auch andere Umfragen, die Zustimmung zur Europäischen Union ist immer bei ca. 64, 65, 66%, irgendwo dort, wo man auch bei der Beitrittsreferendum war. Und das hat sich nicht so sehr verändert. Hat sogar in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen, einfach auch aufgrund der Erfahrungen. Also wenn es so Bedrohungsszenarien gibt wie Russland, Krieg in Europa, dann haben die Leute ja auch keine großen Bedürfnisse nach Spompernadeln, so quasi aus einem Exit. Die andere Frage ist die Frage, ob sich etwas in die richtige Richtung oder in die falsche entwickelt. Da würde ich fast annehmen, dass wir ja generell wir haben es vorher am Anfang besprochen, eine so pessimistische Stimmung haben. Und wenn es eine pessimistische Stimmung gibt, dann antworten die Menschen natürlich, dass sich die Welt, und dazu gehört die Europäische Union, aber genauso wie Österreich, in die falsche Richtung entwickelt, ohne Zweifel. Wenn du eine optimistische Stimmung hast und wenn es Wirtschaftsaufschwung gibt und wenn du eine gewisse Stabilität hast und wenn du irgendwie auch einen Fortschrittsgeist hast, ja, dann werden die Menschen eher sagen, es geht in die richtige Richtung und dann werden sie das zu jeder Frage sagen, soll das die Europäische Union oder die Nationalstaat betreffen. Also, dass das jetzt heutzutage negativer ausgeht, das wundert mich jetzt nicht. Das Problem ist ja eher sozusagen die depressive Stockung, von der wir vorher gesprochen haben. Und der letzte Punkt, den ich machen würde wollen, ist, dass das Spezifikum bei dieser Europawahl heute ja auch ist, dass eigentlich europäische Fragen
ja überhaupt nicht bei der Europawahl zur Debatte stehen. Ja? Also ich glaube auch, dass natürlich versuchen die Parteien jetzt ein paar Plakate zu machen mit europäischen Fragen und so weiter, aber letztendlich glaube ich, dass jede Wählerin und jeder Wähler bei diesen Europawahlen nach nationalen Gesichtspunkten abstimmen wird. Man ist wird die FPÖ wählen, weil man die FPÖ gut findet, oder man wird für die SPÖ wählen, weil man die SPÖ stärken will und super findet und den Babler super findet oder was auch immer. Ja, und bei den Grünen und NEOS und so weiter ist es gleich. Ich glaube nicht, dass es sehr viele Wähler gibt, die da jetzt eine besondere Partei wählen wegen ihren europapolitischen Konzepten, die sie in diesem Wahlkampf bis jetzt kommuniziert hat. Weil ich glaube nicht, dass sehr viele Wähler irgendwelche von diesen Konzepten mitbekommen haben. Ja, woran denken Sie eigentlich im Zusammenhang mit Europa? Ja, was fällt Ihnen da schon spontan ein? Ich gehöre zu den vielen Österreichern, die früher wirklich begeisterter Anhänger der EU waren. Bei aller Kritik, ich habe auch für den Beitritt gestimmt. Ich würde das heute nicht mehr tun. Weil das nicht gehalten hat, was man uns versprochen hat. Man hat uns erklärt, ich kann mich an die Kronenzeitung erinnern, die Titelseite, der Schilling bleibt. Dann, wenn der Euro kommt, das wird eine Hartwährung. Ich meine, wir haben jetzt eine europäische Lira. Es wird nie Haftungen geben. Die Maastricht-Kriterien sind super. Und es hat nichts von dem Ganzen hat funktioniert. Wo ich dir recht gebe bei der ganzen Geschichte ist, eigentlich sollte die EU-Wahl eine Volksabstimmung sein über die Zukunft Europas, und zwar europaweite Volksabstimmung, über die Konzepte. Die Konzepte kann man teilen, zum Beispiel SPÖ, ÖVP, Grüne und ganz speziell die NEOS sind für eine weitere europäische Integration. Das ist ja auch ein Ansatz, kann man teilen, nicht meiner. Die FPÖ sagt mehr souveräne Staaten, weniger EU, macht zurück, nur eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, keine militärische Zusammenarbeit und vielleicht eine Außenpolitiker, eine gemeinsame, also eher Wirtschaftsunion zu machen. Das sind unterschiedliche Konzepte und genau diese Diskussion sollte man führen. Aber die Leute werden ja wieder für blöd verkauft. Also mir ist heute aufgefallen, ich habe heute das erste Mal zum Beispiel die ÖVP-Plakate gesehen. Und ich weiß nicht, was in den Bundesländern ist. In Wien ist auf den Dreieckständern plakatiert, Wien stärken in Europa. So, das ist überhaupt kein Thema. Wie willst Wien im EU-Parlament stärken? Willst jetzt mehr Wiener Abgeordnete oder so mit I love Vienna-Buttons? Oder da hat jemand das System nicht verstanden. Irgendwann sollte dem Herrn Lobatka erklären, wie die EU funktioniert, wie das EU-Parlament. Aber Wien stärken in Europa war bis jetzt das Dämlichste, was ich gesehen habe. Weiß aber nur, hä? Was soll das sein? Wien Wobei die FPÖ-Plakate von Herrn Wilimski auch hinterfragenswert. Ja, aber die haben wenigstens große, also auch europäische Themen massiv mit der Frau von der Leyen, Zelensky, das kann man ja nicht, muss man ja nicht teilen. Im Grunde kann man, aber sind europäische Themen. Aber es sind einfach so die Leute wenden sich halt ab von dieser Elitenunion, von diesem Klüngel, von dieser Kommissarswirtschaft von Leuten, die nicht gewählt sind. Das sind teilweise undemokratische Vorgänge, wenn man sich allein die Milliardenbestellungen von den Impfstoffen anschaut, wo sich die von der Leyen weigert, ihre SMS zu veröffentlichen. Immerhin ist da um Milliardenbestellungen gegangen und sagt, das sage ich euch nicht. So, ich habe das zwar Milliarden per SMS mit dem Pfizer-Chef ausgemacht, aber was wir geschrieben haben, sage ich euch nicht, das geht ja nichts an. Es ist halt nur euer Geld und so Sachen. Und das schreckt die Leute ab. Aber ich bin auch für Auseinandersetzung, weil einfach Europa ist viel zu wichtig. Man kann diese EU ablehnen oder sie unterstützen. Fakt ist jedenfalls, es kommt viel mehr, was alle glauben, aus Brüssel, und du musst viel mehr machen als Regierung, was aus Brüssel kommt, als alle denken. Also man hat so viele Kompetenzen in den letzten Jahren nach Brüssel abgegeben, dass einfach Brüssel ganz klar, einer der wichtigsten Player einfach ist, teilweise wichtiger wie eine Nationalratswahl für Österreich. Und da ist wichtig, dass man stark vertreten ist, auch dass es starke kritische Fraktionen gibt. Und das wird massiv unterschätzt. Also diese EU-Wahl als Volksabstimmung über die Zukunft Europas finde ich gut als Slogan, weil es einfach trifft. Ja. Ist es das natürlich auch in einem gewissen Sinn, nur die Fragen, die da zur Debatte stehen, werden gar nicht wirklich diskutiert. Ja? Du hast vorher auch mit Recht, habe ich mich gefreut, dass du sagst, es ist wichtig, dass die Mindestlöhne steigen. Gerade bei denjenigen, die am schwersten haben, über die Runden zu kommen und die viel und hart arbeiten und dann irgendwie abgespeist werden mit Brosamen. Ja? Da gab es ja in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Europäischen Union, das ist natürlich auch so ein Slogan oder eine Phrase, aber sie war nicht falsch, nämlich diesen Zug zum Europa der Konzerne, dieses Europa, das was man so in der phrasenhaft neoliberales Europa bezeichnet. Ja? Der Hintergrund war ja da, dass man quasi Lohndumping und
Standort Konkurrenz zugelassen hat, mit guten Gründen bis zu einem gewissen Grad, indem man gesagt hat, die Produktivität zum Beispiel in Ostländern ist noch nicht so hoch, deswegen müssen sie niedrigere Löhne haben. Dann haben die mit niedrigeren Löhnen natürlich auch hier zu Standortdruck bei den österreichischen Industrie- und Unternehmen geführt. Und dann haben die natürlich auch gesagt, wir müssen dann mit der Lohnzurückhaltung halten. Jetzt ist in den letzten Jahren, 4, 5 Jahren innerhalb der Europäischen Union von einem Kommissar, nämlich Nicolas Schmit, kann man jetzt natürlich auch mit gewisser Berechtigung und auch mit einer gewissen Verzweiflung sagen, so ein wichtiger Kommissar kennt wahrscheinlich die meisten Leute hier nicht, ja, durchgesetzt worden, dass es Mindestlöhne in Europa geben soll, und zwar in jedem Land, die gerade in den Ländern mit den niedrigen Mindestlöhnen die Mindestlöhne heben. Ja. Das hat schon Folgen. Ja. In Kroatien sind die untrigsten Mindestlöhne um 20% gestiegen. Ja. Selbst in Österreich würde das Auswirkungen auf manche der untersten Mindestlöhne in den verschiedenen Kollektivverträgen haben. Eine andere dieser EU-Gesetze, die der Nicolas Schmit und die Mehrheit natürlich im Parlament, aber auch dann Zustimmung im Rat durchgesetzt haben, ist im Hinblick auf Kollektivverträge. Ja, dass man Zielmarke formuliert hat, 80% der Beschäftigungsverhältnisse in der Europäischen Union sollen kollektivvertraglich geregelt sein. Das klingt jetzt technisch, aber jeder, der irgendwo beschäftigt ist, weiß, man hat mehr Rechte und eher steigende Löhne, wenn man einen Kollektivvertrag, einen ordentlichen hat, als wenn man in einer Branche ist, die keinen ordentlichen Kollektivvertrag hat. Ja, das sind ja alles Schritte, die in die richtige Richtung gehen, wo die Europäische Union auch eine Rolle hat. Aber es wird in der Diskussion überhaupt nicht, die wenigsten wissen es überhaupt, ja? Geschweige denn, dass es eine Rolle in der Auseinandersetzung man führt. Man muss immer aufpassen, dass man bei einer Nivellierung ist halt immer das Problem, wenn man sich von unten angleicht, muss man sich meistens von oben auch angleichen. Es geht aber nicht in Nivellierung. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt lang genug geredet, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, warum es keine Nivellierung gibt. Ich habe 2 EU-Ratspräsidentschaften selber als Pressechef mitgemacht, aktiv, also ich kenne das System EU, aber meistens wird es dann in vielen Dingen für die Österreicher schlechter, und mit dieser Mindestlohngeschichte braucht man nur gesetzlich beschließen. Das wollen halt die Sozialpartner nicht. Den Mindestlohn hast du mit einer Mehrheit im Parlament sofort beschlossen. Das traut sich aber keiner, weil die Schwarzen haben Angst vor der Wirtschaftskammer und die Roten haben Angst vor der Gewerkschaft. Ne? Es ist einfach so. Das können wir einfach über Nacht mit Mehrheit beschließen. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür brauchen wir keine EU. Das können wir selber machen. Die EU soll die großen Dinge regeln, die dann im Kleinen oft wichtig sind. Zum Beispiel einheitliche Stecker. Das ist etwas. Aber eine EU, für mich ist immer das Beispiel, wie unfähig die EU, die eine gute Idee ist, die ja nicht abzulehnen ist. Ich bin ja wirklich für europäische Zusammenarbeit. Ich halte von einem Exit derzeit wenig. Solange die Türkei und die Ukraine nicht beitreten wollen, bin ich massiv gegen einen Exit und sich das Ganze uns noch mehr Souveränität wegnimmt. Aber nur ein Beispiel im EU-Parlament. Im EU-Parlament, das weiß kein Mensch, gibt es seit, glaube ich, 8 Jahren kein warmes Wasser mehr. Weil sie es nicht zusammenkriegen, warmes Wasser im EU-Parlament zu installieren. Das zeigt aber das Große im Kleinen. Das ist einfach so absurd. Wie wollen die eine Weltmacht spielen? Und Europa sollte Weltmacht sein und auch Macht ausüben und nicht der Diener von der Amerikaner sein, sondern wirklich, weil die Amerikaner haben nur ein Interesse, nämlich Amerika, was ihnen nicht vorzuwerfen ist. Aber Europa sollte gleich denken. Und das ist einfach so, wie sollen die das irgendwie zusammenkriegen? Und wenn man schaut, massiv dazwischen grätschen. Was machen denn die Europäer, was die Amis nicht wollen? Eine extreme Vereinfachung dessen, was in Europa passiert. Sag mir ein Beispiel, was die Amerikaner nicht wollen und die Europäer machen. Es ging um warmes Wasser im EU. Ich sage nur als Beispiel, aber es ist so ein klassisches Beispiel. Ich gebe da ein anderes Beispiel. Bleiben wir dabei bei den wirklichen Errungenschaften. Kein Bier in Tirol in Fässern und kein Warmwasser. Ja, aber das ist ein Beispiel. Am Kleinen siehst du das Große. Dann gebe ich dir eine große Geschichte, die sehr viele Österreicher betreffen, weil das nach der Wahl etwas ist, was jetzt vor der EU-Wahl nicht mehr durchgegangen ist. Die neue Gebrauchtwagenrichtlinie der Union. Ist eigentlich gut gedacht, dass nicht mehr so viele Autos nach Afrika illegal verschifft werden. Das hat aber so, dass die Gebrauchtwagen, wenn du ein altes Auto hast oder ein stärker gefahrenes Auto und das hat zum Beispiel einen Getriebeschaden oder einen Motorschaden, dann ist das tot. Dann darfst du das nicht mehr reparieren, weil die EU will, dass du ein neues, sauberes, teures
am besten Fall Elektroauto kaufst. So, wer fährt denn mit einem alten Kübel? Der fährt man so gern mit einem alten Kübel, weil du jetzt nicht mit dem neuen Elektro-Porsche fahren willst, sondern nein, weil du keine Knete hast fast mit dem alten Opel Corsa, mit dem kleinen Stinker. So, das ist einfach so. Und den Leuten zu sagen, ihr dürft eure Autos nicht mehr reparieren und kauft euch dann bitte neue, ist doch völlig absurd. Das ist eine Schwachsinnsrichtlinie, weil auch als Auto mit einem Getriebeschaden kann man reparieren. Das ist umwelttechnisch 100-mal gescheiter. Das ist doch einfach nur Blödsinn. Und deswegen lehnen die Leute diese Union ab, weil sie Nachteile bringt. Ein Autor, der sich in EU-Fragen gut auskennt, Robert Menasse, hat in seinem neuen Buch eben geschrieben, es ist erstaunlich, dass zum Beispiel ein Politiker in Albanien, der für den EU-Beitritt seines Landes ist, die Wahl gewinnt. Erstaunlich, ja, klar, weil die Geld dass kriegen. Es in Mazedonien Nettoempfänger. Ebenso viele Menschen gibt, die in die EU haben wollen. Ja. Ich glaube, du hast von der Europa wirklich nicht verstanden, wenn du glaubst, dass es darum geht. Niemals. Also niemals. Den Leuten geht es nicht um Zahlungen. Nein, ich habe das zum Heimat gesagt. Also, ja. In Georgien zum Beispiel gehen jetzt Zehntausende tagtäglich auf die Straße. Alle wollen sie in die Europäische Union. Wir haben eine Gemeinschaftswährung, Euro. Wir haben offene Grenzen. Der Euro ist ja so ein Volksprojekt. Ja, aber offene Grenzen haben wir. Die offenen Grenzen sind doch noch bessere Erfolgswelt. Ich will eine Festung Europa. Wir haben einen relativ hohen Lebensstandard verglichen mit anderen. Und was haben wir die letzten Jahre? Lebensstandardsverluste, Wohlstandsverluste. Sicherheit. So, Erfolgsprojekt. Sicherheit. Wir haben eine Kriminalitätswelle, wir haben alle eingelassen. Invasion 2015. Sicherheit, wo ist die Sicherheit? Wir werden in einen Krieg getrieben. Sicherheit, wir sind in unsichersten Zeiten. Dann, Tut mir leid, aber ich hätte es ja gern anders. Also in unsicheren Zeiten müssen wir die Europäische Union... Ich bin ja für Zusammenhalt. In unsicheren Zeiten, wo es eine Bedrohung von einer imperialen Macht östlich von der Europäischen Union gibt, wollen wir die Europäische Union auch noch zerstören, damit alles noch unsicherer wird. Ja? Aber ich brauche also keine Europäische Union. Die Europäische Union ist sicher nicht dafür verantwortlich, dass es in Russland Wladimir Putin gibt. Dass der einen Krieg nach den anderen vom Zaun bricht. Sie ist nicht dafür verantwortlich, dass der mitgeholfen hat zu einem Massaker, also sozusagen zu einer massakerartigen Kriegsführung im syrischen Bürgerkrieg, der uns erst dazu geführt hat, dass Flüchtlinge aus dieser Gegend nach Europa gekommen sind. Die Europäische Union ist ein Stabilitätsprojekt und wir müssen sie stärken. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie alle Instabilitäten, die woanders aus der Welt zu uns überschwappen, aus der Welt schaffen kann. Das ist ja völlig klar. Ja, und der Punkt ist doch der. Und das sollte man jetzt hier auch unterstreichen. Ja? Deswegen widersprich, also nicht Ihnen, sondern dir, was Albanien betrifft, was Georgien betrifft. Ja? Es gibt so viele Gesellschaften außerhalb der Europäischen Union, die genau wissen, was eine geopolitische Bedrohung ist, durch Nachbarn, durch Instabilität, durch Russland. Für die ist die Europäische Union für die ist die Europäische Union trotzdem, auch wenn sie nicht die NATO ist, ist die Europäische Union trotzdem ein Anker der Stabilität, aber vor allem auch ein Bild eines demokratischen und gleichberechtigten und rechtsstaatlichen Gemeinwesens oder Blocks in der Welt, wo ganz viele, bis hin nach Kasachstan in Wirklichkeit, ja, sie die Frage stellen, wir würden uns am liebsten in die Richtung Europäischer Union orientieren, weil die Alternativen sind, Hinterhof von Russland sein oder Hinterhof von China zu sein. Oder die USA. Und das ist nicht unbedingt, ja, weil so viele USA gibt es in Kasachstan nicht. Ja, dort ist die USA sehr weit. Und vor allem diese Gleichsetzung von autoritären, reaktionären Regimen wie Russland, die von Despoten regiert werden, wie China mit seiner Menschenrechts- und Demokratiebilanz, mit den Vereinigten Staaten, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in diesem Europa in den letzten 70, 80 Jahren unterstützt haben. Ja, diese Gleichsetzung hat auch was unglaublich Frivoles. Ja? Weil das hat was unglaublich Frivoles, dieser radikale Anti-Amerikanismus, dieser permanente Amerika-Hass. Ja? Es gibt genug zu kritisieren in den Vereinigten Staaten. Über verschiedene Generationen hat man das gemacht. Ja? Von der Unterdrückung der Schwarzen und der Bürgerrechtsbewegung, von dem Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Ja? Aber dass die Vereinigten Staaten von Kennedy, von Obama, von Clinton und so weiter, ein Anker der Demokratie waren, verglichen
mit der Sowjetunion und jetzt dem putinistischen Russland und verglichen mit China, ja, das zu nivellieren, ja, das halte ich für schon für ziemlich fraglich. So, dann sage ich dir mal nur, was mir jetzt eingefallen ist die letzten Jahre. Der Irak, Serbien, Libyen, Kuba, Panama, Grenada, das sind alles Staaten gewesen, die die USA völkerrechtswidrig überfallen haben und bombardiert haben. So. Und das ist der gleiche Mist. Und nur weil es die Amis dürfen, ich bin kein Anti-Amerikaner. Ich halte die Amerikaner für... Entschuldigung, jetzt tue ich nicht, das ist nicht Anti-Amerikaner. Entschuldige, ich bin überhaupt nicht, ich bin Österreicher, ich bin neutraler Österreicher, ich finde das lächerlich. Stell dir vor, erinnert ihr an die Kuba-Krise, wo die... Jetzt lasst es wieder ein Beispiel bringen. Erinnert euch an die Kuba-Krise, wo die Amis den Atomkrieg gezündet hätten, hätten die Russen ihre Atomraketen nicht abgezogen. Was hätten die Amerikaner denn gemacht, wenn die Russen... In Mexiko jetzt im Warschauer Pakt gewesen wäre, da gibt es die Monroe-Doktrin, die geltende Regeln der USA, die werden in Mexiko einmarschiert. So, und bei den Russen ist das natürlich abzulehnen, und der Putin ist ein Kriegsverbrecher, aber bei den Amis ist das genauso abzulehnen. Und die machen, das sind halt Weltmacht, ist halt Weltmachtspolitik. So, aber die EU ist ja keine Weltmacht, die EU macht sich nur weltweit lächerlich. Sie macht sich lächerlich weltweit. Ne? Und das ist ein Riesenproblem. Hat denn immer gesagt, wir brauchen eine europäische Autarkie? Wir brauchen europäische Energieversorgung, wir brauchen die Medizinproduktion weiter in Europa, wir brauchen die ganze Kraftwerksproduktion in Europa, wir werden ein Problem kriegen mit Lieferketten in einer Krise. So, Jörg Haider, und wer hat ihn dann als bösen Nationalisten und Antiglobalisierer beschimpft? Die Linken und die Bürgerlichen. Und wer hat recht gehabt, wie immer? Jörg Haider, weil wir ein starkes Europa in einer Autarkie brauchen. Und das wird jetzt wieder verpfuscht, auch bei der Energiewende. Natürlich hat er recht gehabt. Sicher. Wir haben eine anständige Beschäftigungspolitik gemacht. Das ist doch ein Blödsinn. Man kann ja mal sagen, ja, da haben wir Linke uns geirrt. Die Globalisierung war ein absoluter Fehler. So, und das ist ja nichts Schlimmes. Aber jetzt wieder den gleichen Fehler zu machen mit diesem Green Deal und dieser grünen Wende, wo wir die Arbeitsplätze verlieren in Europa, wo 95% der Ersatzteile aus China kommt, wo wir uns schlimmer abhängen. Die Kritik an Russland, das war ja ein Fehler. Ich sage zum Beispiel, die Energiebindung an Russland war im Nachhinein ein Fehler. Auch freiheitliche Regierungen haben diesen Fehler gemacht. Rote Regierungen haben einen Fehler gemacht, schwarze Regierungen haben einen Fehler gemacht. So. Aber dann zu sagen, jetzt machen wir den gleichen Fehler noch viel schlimmer bei den Chinesen, weil alle Produktionen aus Fernost kommen und wir nichts mehr produzieren. Wir haben nur mal eine Windkraftproduktion in Europa. Das ist doch völlig absurd. Wir machen wieder den gleichen Blödsinn. Und das ist jetzt nicht anti-amerikanisch oder sonst irgendwas, sondern das ist pro-europäisch. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Das ist die eine Geschichte. Also erstens mal, habe ich ja gesagt, und da stehe ich auch dazu, es gibt in der Geschichte genügend zu kritisieren an den Vereinigten Staaten, an jedem Punkt der Geschichte, weil du Grenada, ja, ich meine, kein großes Problem, aber... Überfallen worden. Weil die Regierung mit Bastard, ich habe mit im Jahr, ich habe im Jahr, weiß ich nicht mehr genau, 1986 vor der amerikanischen Botschaft demonstriert gegen den Überfall auf Grenada. Ja. Ist sogar die Polizei hinter mir hergerannt, ich habe mich aber dann als Student getarnt. Ja. So. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Trotzdem diese Gleichsetzung und diese anti-amerikanische Gestus die ganze Zeit. Das, was in den Vereinigten Staaten als große Demokratie des Westens kritisierenswürdig ist, das kritisieren in den Vereinigten Staaten auch andere. Und da muss man halt dafür kämpfen, wie in jedem Land, dass ein Land, das sozusagen Fehler macht oder eine Nation, die Fehler macht, weniger Fehler macht und sich in die richtige Richtung bewegt. Genauso gilt das für die Europäische Union. Das andere, was du angesprochen hast, ist ja wieder ein völlig anderes Thema, nämlich sozusagen die komplexe Frage von Souveränität und auch Resilienz zu haben gegen Krisen, die da auf uns zukommen können. Also soll man wirklich völlig autark sein, spricht ja einiges dafür auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, das geht halt nicht. Das ist europäische Aufgabe, weil das kann Österreich allein nicht. Ja, natürlich. Ja? Klassiker. Wenn man das bis zu einem gewissen Grad machen will, und dafür spricht vieles, ist das eine Aufgabe der Europäischen Union. Auf der anderen Seite soll man natürlich auch realistisch sein.
die Europäische Union und die europäische Produktion, die Weltproduktion und China sind heute so weit verzahnt, dass ein vollständiges Auseinanderreißen von dem natürlich Wohlstandsverluste dramatischer Art, da würden erst Lieferketten brechen. Also da braucht man natürlich auch verantwortliche Diplomatie, aber für das sozusagen auch Resilienz zu entwickeln, brauchst du dann natürlich auch gemeinsame europäische Programme, dass du sozusagen quasi zum Beispiel, weil du es genannt hast, von der Windkraft bis zu der Solarenergie diese Produktionen in Europa halten kannst. Da sind wir übrigens auch in einer globalen Konkurrenz. Die chinesische Produktion, die erstens mal subventioniert und billiger ist, und auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten, die jetzt auch mit ihrem Inflation Reduction Act extreme Subventionen ausgeben, damit sozusagen die Industrie zu ihnen kommt, dieser Art. Da müssen wir auch was machen, selbstverständlich. Aber da würdest du dann wieder sagen, das ist gegen die Marktwirtschaft. Ja, und genau das mache ich dann vielleicht als Schlusssatz. Und deswegen wäre es ja schön, wenn wir machen die EU-Wahl zur Volksabstimmung über die europäische Zukunft, weil da sollen die Parteien sagen, ich will das, und dann wählst du das. Ja, und ich wäre dafür, dass man hier Subventionen macht, damit wir die großen, wesentlichen Industrien auch in Europa halten, weil ohne denen wird es einfach nicht gehen. Ja, Sie sehen also, das Thema Europa ist ein heißes Thema. Wir haben 5 Wochen jetzt Zeit, genau zu analysieren, wohin geht Europa, was ist der richtige Weg, wie sollen wir uns verhalten, und vor allem ein Punkt, und das ist ein persönliches Anliegen, ist der Punkt der Sicherheit. Ja? Nur gemeinsam kann Europa einer Bedrohung im Osten durchaus entgegenwirken. Und dass diese Bedrohung real ist, haben wir heute gesehen. Wladimir Putin hat gerade mit einem Großmanöver und mit Atomwaffen begonnen, direkt an der Grenze zur Ukraine. Ja. Und trotzdem sind wir neutral. Ich danke vielmals für das Gespräch, Robert Misik. Danke vielmals, Herr Malepaschitz.